Ja, also zuallererst mal ist Kita-Sozialarbeit einfach soziale Arbeit in Kitas. Meine Aufgaben, die ich da habe, sind genauso wie in der Familienhilfe, zum Beispiel Beratung, Begleitung zu Ämtergängen, Organisation von Elterntreffs und natürlich auch Hausbesuche. Dabei ist es für mich positiv, dass ich ein Stundenvolumen habe, was ich auf alle Familien aufteilen kann, ganz individuell. Braucht die Familie in der einen Woche ein bisschen mehr Unterstützung, kann ich reingehen, bin ich da. Braucht sie die nächste Woche ein bisschen weniger Unterstützung, kann ich mich einfach wieder zurückziehen, kann rausgehen, im Hintergrund weiter agieren und die Stunden, die ich habe, auf andere Familien aufteilen. Mit unserer Arbeit im Verein wollen wir Akteure im Sozialraum vernetzen. Wir wollen die Menschen erreichen, die hier leben, die ihre Kinder hier zur Betreuung bringen, ob das in Kita oder in Schule ist. Und wir wollen da ansetzen, wo die Menschen schon Orte des Vertrauens vorfinden, wo sie sich geborgen fühlen und dort Begegnungen arrangieren. Eine Kita-Sozialarbeit, die das unterstützen kann, da wären wir außerordentlich dankbar für. Ich habe mit der Kita-Sozialarbeiterin schon zu tun gehabt, da ich Probleme mit dem Kindesvater habe. Es war für mich die erste Anlaufstelle, da ich mich in der Kita sehr wohl fühle. Man versucht, eine gemeinsame Lösung zu finden. Man wird nicht so herablassend behandelt. Man ist auf einer Augenhöhe mit den Leuten hier. Es ist einfach ein super Gefühl hier und ich fühle mich super wohl. Wir sind wie in einer großen Familie. Garten bringt wunderbar zum Ausdruck, was die zentrale Aufgabe der Kita-Sozialarbeit ist. Einerseits geht es um die Familie, die über die Kinder permanent präsent ist in der Kita. Andererseits geht es um Garten, also um Wachstumsprozesse, um Veränderungsprozesse, die durch die Sozialarbeit gestützt und angeregt werden. Sowohl innerhalb der Kita als auch außerhalb, wenn die Sozialarbeit Familien unterstützt, zu Hause beispielsweise. Halt in der Gesellschaft wie bei vielen anderen Dingen. Vorsorgen ist halt besser als heilen. Und aus diesem Grund halte ich schon die Einrichtung einer Kita-Sozialarbeiterstelle für eine sinnvolle Investition in einer Kita, weil dadurch ja Aufgaben wahrgenommen werden können, die sonst an anderer Stelle durch ein ASD übernommen werden müssten oder zumindest andere Hilfen in ihrer Wirkung verstärkt werden können. Und im besten Fall bekommt halt der ASD das Kind oder die Familie gar nicht zu Gesicht, weil die Probleme schon in der Kita gelöst werden.